So, einen schönen guten Abend und willkommen zurück zum Late Night Coding. Wir sind immer noch beim Vergleich von verschiedenen Programmiersprachen zum Thema Konvertierung von Zahlen und unsere aktuelle Sprache lautet C. Nicht A, nicht B, sondern C. Quasi die dritte Inkarnation von Sprachen und ich habe gestern schon damit angefangen und habe relativ lange insbesondere ja die Unterschiede von C und C++ und dabei insbesondere die Nutzung von Pointern erläutert. Ja, wofür haben wir das Ganze gemacht? Ich habe gesagt, das ist wichtig und zwar deswegen, weil Pointer eben die Grundlage für Arrays sind und Arrays wiederum die Grundlage für Strings sind. Und Strings sind generell mal eine wichtige Sache, Arrays natürlich auch. Aber speziell auch für erstens unser Beispiel haben Strings spielen eine wichtige Rolle und zweitens generell für eben viele Applikationen. Und man sieht dadurch auch ganz gut, was so die Unterschiede zwischen C und C++ sind. C++ haben wir schon relativ lange gemacht, ne? Nochmal eine Sache, die ganz wichtig ist an der ganzen Geschichte, ist, diejenigen, die gestern dabei waren und die vorher vielleicht C++ schon so ein bisschen mitprogrammiert hatten und das schon kannten, ne, die und vielleicht C noch nicht so kannten, da denkt man sich immer, boah, ist das übel, ne? Pointer und so weiter, gibt mir schlaflose Nächte. Und ja, das ist sicherlich richtig, oder das mag sicherlich so richtig sein, ne? Das ist schon was eben erhebliche Fehlerpotenzial hat, was relativ viel, wie soll man sagen, Disziplin erfordert, wenn man es programmiert, nicht besonders einfach zu debuggen ist. Aber, und das ist der wichtige Punkt, warum man das nicht nur macht, um Menschen zu quälen, ja, das ist eben das, wie eine Maschine funktioniert. Ja, also das heißt, der Computer ist halt so, der läuft halt so, ja, und alles, was man sozusagen als Abstraktionsebene darüber hat, ja, sei das jetzt in C++ Klassen oder sei das in anderen Programmiersprachen irgendwelche Konstrukte, ja, setzt im Endeffekt auf dieser Funktionalität auf. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man viel besser auch in anderen Sprachen verstehen, wo eigentlich Bottlenecks liegen. Ja, mal abgesehen davon, dass man auch häufig Sachen effizienter tatsächlich in C programmieren kann, ist ein wichtiger Punkt vor allem, wenn ich weiß, was eigentlich da drunter vor sich geht, dann kann ich doch einige Sachen besser nutzen. Das widerspricht so ein bisschen der Idee von objektorientierter Programmierung, ne, dass man irgendwelche Sachen hat, die sind gekapselt und die interne interessieren mich nicht und ich will die einfach benutzen und viele von euch wissen das sicherlich, ne, das ist die Grundidee von objektorientierter Programmierung, ne, Austauschbarkeit, bla bla und so weiter, ne, Kapselung, aber at the end of the day möchte man ja schon zumindest häufig die Ressourcen von einem System optimal ausnutzen, ne? Und dafür ist es eben ganz gut, dass man weiß, was abgeht, um eben doch vielleicht das eine oder andere ein bisschen geschickter zu machen. Okay? Langes Plädoyer. Ja. Was genau hat das jetzt mit C und C++ zu tun, dass Datenstrukturen und Algorithmen ein bisschen länger dauern in der Korrektur? Ja, your point being, sozusagen. Okay. Offenbar nicht. Gut. Ja, ich werde sicherlich nicht um 23:04 Uhr anfangen, Datenstrukturen und Algorithmen Klausuren zu korrigieren. Keine Sorge, irgendwann mache ich auch mal andere Sachen. Ja, also, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren eben gestern so weit gekommen, dass wir, ja, man sieht es an dem Programm hier, den ersten String sozusagen gebaut haben. Und was ich bei Strings was grundlegend wichtig ist, das sind eben Arrays, wiederum Arrays sind Pointer auf Speicherbereiche und die Art und Weise, wie C++ C Strings handelt, ist so eine komische, also am Anfang ein bisschen komische Geschichte, ja, dass nämlich das Arrays sind, deren Länge aber erstmal irrelevant ist für den String, also die können ruhig länger sein, weil es so eine Konvention gibt, dass eben, wenn man irgendwann auf Nullzeichen stößt, dass dann der String zu Ende ist. Das werden wir gleich noch sehen,
dass das immens wichtig ist beim Handling von diesen Strings und dass man da schnell Fehler macht. Gestern kam schon der Vorschlag, warum inkludieren wir nicht einfach String.h, dann ist das alles super. Machen wir das einfach. Ja. Das hat tatsächlich was mit Strings zu tun, aber eben nicht, wie man denken sollte, dass eine hübsche String-Klasse zur Verfügung stellt. C kennt Objektorientierung nicht. Ja. Sondern es stellt einem Routinen zur Verfügung, die wir auch tatsächlich benutzen werden, um diese komischen, in Anführungszeichen, Char-Array-basierten Dinge irgendwie handhaben zu können. Ja, dafür ist das steht in dem Header-File vom String drin. Ja, werden wir auch gleich nutzen, deswegen schreibe ich schon mal da oben rein. Gut, also versuchen wir mal uns an unser Konvertierungsprogramm zu erinnern. Ja, worum ging es da? Wir bekommen einen String rein, der allerdings nur aus Ziffern besteht und den wir in einer bestimmten Basis interpretieren und andere schreiben wollen. Ja, habe ich auch schon dran gedacht. Wir können uns hinterher mal die kompilierten Binaries angucken, wie groß die sind. Ja, gibt es eine Übersicht zu C-Headern? Ja, die gibt es garantiert. Also ist muss man einfach nur mal schauen nach sozusagen. Ich kann mal ein Fensterchen aufmachen. C Standard, was weiß ich, C11 haben wir jetzt hier schon. Und irgendwo hier. Okay, das werden wir jetzt vielleicht nicht unbedingt lesen, nicht den offiziellen ISO-Standard. Es gibt jedenfalls analog zum C++ gibt es auch ganz nette C Standard Library. Oh, na, mal schon mal anders danach gesucht. Ah ne, das ist C++ dummerweise. Ah ne, das ist alles dran. Okay. Oh Mann, ja, das ist der Standard selbst, ne? Das ist ein bisschen blöde. Wir gucken einfach, hier sind, ne? String Handling, String H. 362, und da kann man sich jetzt zum Beispiel angucken, was es da alles so gibt. Ne? Also, das ist sogar halbwegs lesbar. Da sieht man auch die ganzen Header-Files, die normalerweise dazugehören sollten. Also da ist Mat, das werden wir auch noch brauchen, Limit brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? C-Types. Schau gerade. Standard I.O., ne? Standard Input, Output und so weiter. Also, da findet man es. Gut, zurück erstmal hierzu. Also diese Strings, die geben uns hinterher so einige Funktionalität, wie man mit eben diesen Dingern da umgehen kann. So, nochmal zurück. Wir wollten Strings nehmen, wollten die interpretieren als Zahlen in einer gewissen Basis und wollten sie dann rausschreiben in einer anderen Basis. So, und dazu müssen wir eben einen String bekommen und müssen mit dem irgendwas machen, müssen den nämlich irgendwie durchgehen, parsen, also verstehen. Wir haben den dann in eine numerische Repräsentation, in so einen großen Int umgewandelt und das dann wiederum mit der neuen Basis umgewandelt. So ähnlich sieht ja unser Programm aus. Ich habe es hier irgendwo nochmal offen. Hier war zum Beispiel die C++-Version. Und bisher haben wir das häufig so gemacht, dass wir angefangen haben mit diesen beiden einfachen Funktionen Reverse, das haben wir mehrfach gebraucht, um den String umzudrehen, und Find, um eine Ziffer in eben unserem String zu finden, und einfach über den Index dieser Ziffer haben wir dann die Umrechnung gemacht. Ne? Und ich denke, damit fangen wir sinnvollerweise an. Fangen wir mit dem Reverse an. Ich kopiere das einfach mal von dem C++-Datei hier rüber. Ja. Das wird natürlich so nicht funktionieren, aber versuchen das mal irgendwie umzuschreiben. Ja, und zwar würde ich sagen, wir starten einfach mal damit, dass wir uns irgendwie einen String basteln. Hatte ich gerade sogar schon einen Freund, ja, weiß ich hier. Nehmen wir den mal, TestData, ja, den können wir ausgeben, den String i, ja, und dann wollen wir den umgedreht ausgeben. Also, was weiß ich, sowas hier zum Beispiel. Na, also so in der Art stelle ich mir vor, können wir jetzt erstmal ein Programm schreiben, um das Ganze zu testen. So, und jetzt geht's los. So, das heißt, was wir hier haben, wir hatten das Reverse so geschrieben, jetzt, dass wir einen String bekommen,
Was machen wir im Reverse? Wir erzeugen einen neuen String und packen da von hinten nach vorne die Zeichen vom einen String dran und geben den zurück. Gut, soweit, so gut. Jetzt gibt es ein kleines Problem mit dieser Struktur, wenn wir die so beibehalten. Also die wollen wir so beibehalten, aber da gibt es ein Problem, was uns in C++ jetzt passieren wird. So, also ich ändere das mal. Ich nehme mal den Inhalt hier mal kurz raus, was in C passieren wird. So, also das erste, ne, wir haben gesagt, okay, ein String ist einfach ein Char-Pointer. Super. So, damit ist das schon mal in dem Sinne syntaktisch in Ordnung. Ne? Also wir bekommen einen Char-Pointer, können wir auch ruhig const machen. Der sollte auch nicht veränderlich sein, also const gibt es auch in C. Wir wollen einen Char-Pointer zurückgeben. Und jetzt machen wir es erstmal ganz einfach. Ja, wir sagen mal einfach reverse, soll jetzt mal eine Konstante zurückgeben. Einfach nur mal, um das ganze Programm mal jetzt zu debuggen. Das ist, benutzen wir zwar den Parameter nicht und das dreht natürlich auch das Übergeben nicht um, aber erstmal, um das einfach zu kompilieren. Gut. Kompilieren wir, führen wir aus, funktioniert. Ja, also, was passiert, ne? Es wird einmal das i ausgegeben, testData und dann reverse ausgegeben. Und das gibt ja Test zurück und hier wird auch Test ausgegeben. So. Klingt erstmal alles ganz in Ordnung, ist aber eigentlich eher Zufall, dass es funktioniert. Ich schreibe das Programm jetzt mal ein klein bisschen um. Okay, ich sage jetzt mal, hier ist unser Result. Was war das nochmal? Char, Pointer, Result. Ja, so, und jetzt haben wir erstmal ein kleines Problem. Wie groß sollen wir denn das, und das wollen wir jetzt zurückgeben, ne? Wie groß sollen wir denn das Result machen? Das weiß ich ja zur Compile-Zeit noch nicht. Das ändert sich ja zur Laufzeit. Das ist ja quasi, hängt ja von der Länge von InString ab. Ja, ist die erste Frage. Wie komme ich an die Länge von InString? Ja, so. Und da könnte ich mir jetzt Code schreiben, der einfach von vorne bis hinten diesen InString durchgehen, die erste 0 suchen. Sobald ich eine 0 finde, höre auf zu zählen, sozusagen, die Zeichen zähle ich. Kann ich tatsächlich machen. Gibt's aber freundlicherweise, und das kommt genau aus diesem String.h, eine Funktion, die heißt str. Len, String Length, und die bekommt so ein Char-Array und die liefert mir dann zurück, wie viele Zeichen kommen denn vor der ersten 0. Ja, das ist genau so eine Funktionalität, die so ein String.h drin steht. Wie gesagt, könnte man sich auch selbst relativ leicht schreiben, aber sowas in der Art gibt es schon. Ja, also benutzen wir das. So, jetzt ist es so, dass wir normalerweise sowas hier nicht machen können. Ja, in diese Klammer kann im Allgemeinen nur eine Konstante. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wenn ich das hier kompiliere, wird das kompilieren. Also ich kompiliere mal nur. Ja, kriege eine Warning. Erstmal unwichtig, woher diese Warning kommt, aber generell, das kompiliert tatsächlich. Ja. Deswegen ist es ganz interessant, mir erlaubt, der Compiler, den ich hier drauf habe, sowas zu tun. Ich habe versucht rauszufinden, also das ist schon lange so, dass GCC das tut und Clang tut das auch. Ich habe versucht rauszufinden, ob das mit den Spezifikationen übereinstimmt. Ist mir ehrlich gesagt nicht gelungen, aber es ist zumindest mal sketchy, dass man eine variable Länge reinschreibt in diese Deklaration. Also machen wir es lieber richtig so, wie man es machen sollte. Ja. Wenn man nämlich ein variables Array deklariert, dann muss man das eben allozieren. Das haben wir, ich habe hier gestern schon erklärt, mit diesem malloc. Ja. Und so. Und dann sage ich, wie viel Byte, und eigentlich ist das size of char überflüssig. Habe ich übrigens auch nachgeschaut, hatten wir gestern auch eine Frage. Ist Char immer garantiert 8 Bit? So viel habe ich gefunden. Nee, das wird nicht erzwungen. Und zwar, es gibt sogar extra eine Konstante, die heißt irgendwie Size Char oder so ähnlich. Der kann man abfragen, wie groß ist der Char. Ja, also das ist tatsächlich, die Regel lautet, es muss mindestens 8 Bit sein, aber es ist nicht festgelegt, dass ein Char wirklich genau 8-Bit ist. Oder Char-Bit, genau, danke, so heißt es. Mhm. Das heißt, das kann auch variabel sein, mir ist aber kein System bekannt, wo das nicht so ist. So, das können wir machen. Ja.
Jetzt haben wir aber ein Problem, wenn wir das so machen. Na? Beziehungsweise, was ist das Problem? Wenn wir das hier tun, wir erinnern uns, wir müssen Sachen immer wieder freigeben, die wir allozieren. Na, jetzt gebe ich das Ding aber blöderweise zurück. Und das ist genau ein Problem. Also das heißt, wir müssen tatsächlich, und da kommen wir nicht drum rum, an der Stelle das, was wir da bekommen, wieder freigeben. Na, also wir müssen quasi daran denken, dass wir es freigeben. Und jetzt haben wir ein Problem hier, wenn ich das mal so schreibe. Das hier, das schmeiße ich ja direkt weg, das Ergebnis. Das gebe ich aus und schmeiße es weg. Ja? Und das können wir so nicht machen. Also das können wir schlichtweg einfach in C so nicht tun, sonst haben wir einen Memory Leak, sonst verlieren wir Speicher. Ja? Das, was wir schreiben müssen, ist tatsächlich Jar Pointer, was weiß ich was, Reversed oder so. Ja? Können wir das ausgeben und dann müssen wir es freigeben. Ja, das ist schon mal so ein bisschen der erste Haken. Was passiert, wenn wir das nicht tun? Das ist ganz interessant. Dann sagen wir, okay, was soll's, ne? So eine Möglichkeit wäre jetzt, ach, fuck, ey. Und das ist übrigens auch das Ü. Das wird reichen. Ja, wird schon reichen, länger werden die Dinger gar nicht sein. Ja, und dann passt das schon. Okay. Tun wir einfach mal so, als ob das eine gute Idee wäre. Ja. Und schreiben das Reverse mal. Wir reversen mal noch nicht, aber wir kopieren einfach mal den Inhalt rüber. Genau, das mit dem wird schon reichen. Das kann man verhindern, dass das prinzipiell ein Problem ist. Ich kann ja die String checken, also ich kann die Länge von diesem Instring checken und kann gucken, ob das da reinpasst. Aber wenn es nicht reinpasst, dann unternehme ich irgendwas. Ja, also generell ist die Idee schlecht, ja, sind wir uns einig, das wird schon reichen, ist immer der Grund, warum es irgendwie 1000 Patches gibt, ja. Aber diesen Ansatz könnte man denken, wäre eine gute Idee, das kann ich natürlich nicht so coden, Entschuldigung. Das soll natürlich sinnvollerweise so aussehen, ja. Aber es hat noch ein anderes Problem und darauf will ich jetzt hinaus, ja. Also erstmal ist das keine geschickte Idee, ne, und das ist die Quelle von vielen, vielen Sicherheitsproblemen, aber es ist noch ein anderes Problem, das gucken wir uns mal an. Zunächst mal kann ich nicht sowas machen. Ja, warum nicht? Weil dann wird halt nicht der Inhalt kopiert. Dadurch würde halt, also wenn ich das Ganze jetzt kompiliere, ja, dann würde er sagen, ich kann einen Array-Typ nicht einfach so zuweisen, ja. So, und da unten habe ich jetzt irgendwie das weggenommen. So. Na, jetzt haben wir das beseitigt. Eine Warning kriegen wir auch noch. Komme ich noch später dazu, wo diese Warning herkommt. Die ist auch nicht schlecht. Ja, da müssen wir also jetzt irgendwie uns überlegen, wie kriegen wir jetzt die Zeichen darüber. Und dazu müsste ich mir auch wieder eine Funktion bauen, die das InString nimmt. Das erste Zeichen davon, das ist ja ein Array, ne? Das erste Zeichen davon, guckt, ist das eine 0? Von mir aus nein. Dann kopiere ich den ersten Speicherplatz von Result. Dann das zweite Zeichen, ist das eine 0? Kopiere ich an zweite Stelle und so weiter und so fort. Ne? Auch da wiederum, genau dafür ist diese String-Header-File da, um diesen ganzen Code, der immer loopen bis zu 0. Ja? Das heißt, man kann das so einfach zusammenfassen, dieses String.header-File enthält einen Haufen von Funktionen, so viel ist es auch nicht, aber ein paar. Und alle von denen sind immer loop bis zum Zeichen 0. Also da wird quasi diese Konvention, diese Idee, ein String ist so ein null terminiertes Array, die wird quasi da drin implementiert. Wenn ich die nicht inkludiere, dann kann ich es auch anders machen. Ich kann auch ein 5-terminiertes Array machen oder ich kann Strings definieren als erst kommt eine Zahl, die sagt die Länge und dann kommt die Zeichen, ja. Kann ich in C, wenn ich das gerne so haben will, auch so implementieren, dann muss ich mir halt die ganzen Funktionen selber schreiben. Dann kann ich String H nicht benutzen. Ne? So, aber String Copy macht genau das, kopiert das rüber. Und zwar, was mich immer anfrisst bei dieser Routine ist, das ist der seltsame Syntax. Die hat nämlich Destination Source, das heißt, die hat von nach. Und zwar die Idee ist, dass es halt sowas hier im Prinzip simuliert. Ja? Quatsch, die hat nach von. Ne? Finde ich aber irgendwie ein bisschen unintuitiv. Ja, das so zu machen. Ja. Naja, jedenfalls damit kopiert er das Ganze, ja, und damit steht jetzt in Result der Inhalt von InString drin, inklusive dieser Null, die das abschneidet. Ja, und das können wir uns auch angucken. Ja, ich mache hier auch mal einen Printf rein von Result. Ja. Schreibt da mal Result davor.
Wenn man weiß, dass es so ist, dann kompilieren wir das Ganze. Putze jetzt nur noch eine Warning. Ignorieren wir die mal. Immer eine gute Idee. Und dann führen wir das Ganze aus. Und was passiert? Testdata, dann kommt Result Testdata und dann wird nochmal Testdata ausgerufen. Okay, scheint ja irgendwie alles ganz gut zu funktionieren. Machen wir das Ganze nochmal aus. Ja, läuft auch im Moment relativ zuverlässig. Gut. Vorführeffekt. Wenn ich das hasse, machen wir das Ding mal ein bisschen kleiner. 10 reichen auch. So, okay, jetzt kriege ich es langsam hin, dass es kaputt geht. So, warum reichen 10 auch? Naja, weil dieser Testdata ist auch nur 10 groß. Ja, also, was soll's? Kann ich auch kleiner machen? Also, da ist erstmal kein Fehler. So. Es gibt aber ein ganz anderes, viel elementares Problem und das habe ich halt jetzt, ist eben genau die Geschichte mit, manchmal fallen Probleme in 10 nicht auf, wenn man mit Pointer missbaut. Und das Problem ist folgendes. Jetzt sehen wir, wenn ich das auf 10 hier setze, dann sehen wir, es wird Testdata ausgeben, Testdata. Der Rückgabewert ist aber irgendwie Quatsch. Also offensichtlich hier der leere String. Ja, wenn ich lange noch ausführe, kriege ich hoffentlich auch noch andere Ergebnisse raus. Aber im Moment wird der Speicher relativ effizient offenbar ausgenullt. Deswegen passiert nur das eine. Ich kann mal gucken, kann ich noch irgendwas anderes forcieren? Vielleicht, wenn ich das hier zufällig ändere. Nee, aber bei 20 passiert es auch noch. So, und was ist das Problem? Das Problem ist ganz fundamental, dass der Code hier völlig kaputt ist. Ja, und er funktioniert dafür noch halbwegs gut. Was ist an diesem Code kaputt? Und zwar die Art und Weise, wie alle Programmiersprachen eigentlich Speicher handhaben, die muss ich jetzt verstehen, um zu verstehen, warum es hier ein Problem gibt. Und warum auch eben diese Malloc-Geschichte, die ich eben so kurz angesprochen habe, warum die unbedingt nötig ist. Und zwar, was mache ich hier? Ich erzeuge hier eine Variable, ne? Eine neue Variable, und zwar ein Array mit 20 Elementen von Typ char. Da kopiere ich Daten rein, gibt es nichts dran auszusetzen. Ich kann es auch ausgeben, sehen wir hier funktioniert. So, dann gebe ich das zurück. Was ist das nochmal? Das ist ein Pointer. Wir erinnern uns, ein Array ist nichts anderes als ein Pointer. Das heißt, das hier ist ein Zeiger auf diesen Speicherbereich. Wunderschön, da steht auch in dem Moment noch brav Testdata drin. Ist also alles okay. So, vom Syntax her ist es auch okay. Ich habe ja schon gesagt, so ein Ding hier ist dasselbe wie ein Char-Pointer. Das ist also auch völlig okay. Das ist, passt. So, warum wird jetzt hier unten nichts Vernünftiges ausgegeben? Ja, und zwar, warum passiert das? Lassen wir aber jetzt erstmal. Warum wird hier unten nichts Vernünftiges ausgegeben? Ja, genau, weil Reverse wird beendet und damit wird der Stack von Reverse komplett abgeräumt. Ja? So, und das hier ist dummerweise eine Variable, die im Stack von Reverse drinsteht. Die habe ich ja in Reverse deklariert. Ja, und damit ist die kaputt. Und dass da jetzt noch irgendwas drinsteht oder nicht, das ist reiner Zufall. Dass das Programm nicht crasht, eine Access Violation produziert oder was auch immer, ist reiner Zufall und hängt schlichtweg davon ab, wie gerade der Zustand vom Computer ist oder wie der Compiler gerade so drauf ist. Und darauf warnt er mich auch, ne? Hier Address of Stack Memory Associated with Local Variable Returned. Also er sagt, du gibst eine Adresse auf Speicher zurück, der eigentlich nicht mehr gültig sein kann nach dem Aufruf der Funktion. Ja. Inzwischen warnen die Compiler davor, zumindest in manchen Situationen, aber da kann man sich auch nicht drauf verlassen. Je nachdem, wie schön man das verschleiert, kann der Compiler das auch nicht sehen. Das heißt, es ist gefährlich. Wie kann man das fixen? Man kann die Daten vom Stack runternehmen, also man kann die irgendwo anders hinpacken. Ja. Eine Möglichkeit wäre, da eine globale Variable draus zu machen. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich das tue, ja, würde das sofort funktionieren. Die Warning verschwindet, das Ganze funktioniert. Ja, wir sehen jetzt auch brav draußen. Ist natürlich ziemlich unschön, ne? Das heißt, von der Funktion in eine globale Variable reinzuschauen. Man kann das ein bisschen schöner schreiben. Man kann hier static davor schreiben, das hat einen ähnlichen Effekt. Das führt auch dazu, dass die Variable nicht im Stack der Funktion erzeugt wird und schon funktioniert das Ganze wieder. Ja? Nichtsdestotrotz ist das alles nicht schön. Ja, wir wollen eigentlich nicht irgendwo so einen globalen Speicherbereich haben und in den reinschreiben. Ja? Was müssen wir also machen? Wir müssen eben dafür sorgen, dass das nicht Stapel oder Stack alloziert wird, also in dem Bereich, der beim Funktionsaufruf erzeugt und beim Ende der Funktion wieder abgeräumt wird, sondern irgendwie im globalen Speicher. Ja? Jetzt für diejenigen, die quasi jetzt zugeschaltet haben oder generell eher C++-Programmierer oder JavaScript-Programmierer so sind, denken sich, boah, meine Güte,
ne, what the fuck? Damit habe ich mich noch nie rumärgern müssen in meiner Lieblingsprogrammiersprache. Nee, ist richtig, weil das eben wegabstrahiert worden ist, aber die Lösung, die wir gleich quasi implementieren, die ist auch in der höheren Programmiersprache implementiert, inklusive aller Krücken, aller Ineffizienzen, die wir uns jetzt einkaufen sollen. Das macht alles tatsächlich die Sprache für einen. Und wenn man es jetzt in C implementiert, dann sieht man erst mal, was passiert und überlegt sich dann zweimal, ob man es so oder so macht. Ja. Okay, was muss man also machen? Wir müssen eben verhindern, dass das Stack alloziert wird. Und das geht eben mit malloc. Ja. Malloc ist eben ein Befehl, der dafür sorgt, dass Speicher auf dem Heap oder auf der Halde, je nachdem, welche Sprache einem da am liebsten ist, also jedenfalls im globalen Speicherbereich der Funktion alloziert wird. Ja. So, also machen wir es wieder. Wir brauchen das von der Größe von dem Ding. Da auch aufpassen. Ja, jetzt machen wir es diesmal richtig. Länge vom String plus 1. Ja, warum plus 1? Weil die 0 noch reinpassen muss. Ja, das ist immer so ein ganz beliebter Fehler. Ja, ich habe es eben bewusst nicht gemacht. Hat witzigerweise keiner darüber gemoppert oder ich habe es nicht. Ich habe es überlesen. Wollte mal gucken, ob irgendjemand reagiert. Ja, wenn ich den Speicher für den String mir hole, doch wurde im Chat gesagt, okay, habe ich es übersehen. Entschuldigung. Wer auch immer es gemacht hat, gut aufgepasst. Nur ich hab's nicht gesehen. Ne? Den Speicher, den ich brauche, der ist immer 1 größer als die Länge des Strings, weil eben die 0 noch mit reinpassen muss. Ja? Ganz beliebter Fehler. So, und das Ganze brauche ich in Chars. Und ich mache es der Vollständigkeit halber, schreibe ich es jetzt nochmal bei. Ne? Das, was man hier an malloc übergibt, ist die Anzahl Bytes, die man braucht. Und theoretisch könnte es ja sein, dass Char irgendwie anders ist, glaube ich, echt nie so, aber wie dem auch sei, ich mache es der Schönheit mal so. So, jetzt habe ich dieses Result, jetzt kann ich ein String Copy machen, wenn ich will, ja, und auch jetzt, wenn ich es ausführe, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, ist das irgendwie wieder das size of, ne, mit underscore. Das ist aber immer noch irgendwas nicht richtig. Auf, zu. Ach so, mal fehlt. Ja, danke. Und dann war es doch size of. Das fehlt einfach nur das Mal. Ne? Genau, fehlt einfach nur das Mal. Okay, gut, aber. Danke. So. Umdrehen tut es allerdings immer noch nicht. Aber immerhin funktioniert es jetzt schon mal. Ne? Und das ist jetzt auch, das ist diesmal jetzt auch wirklich kein Zufall. Also, das kann ich jetzt auch ganz oft ausführen und das wird immer funktionieren. Gut, bis auf die Tatsache, dass ich mir das Memleak eingekauft habe, ne, und das will ich, also den Speicherverlust, und das muss ich natürlich hier unten vermeiden, dass das passiert. Also machen wir das Char-Pointer. Reversed. Vielleicht das, was da rauskommt. Gehen wir reversed aus und geben das wieder frei. Das ist natürlich unschön, weil insbesondere ich das da ganz leicht vergessen kann. Und wenn ich das vergesse, wird das Programm nicht mal ein Problem in dem Sinne produzieren. Es wird halt einfach schlichtweg Speicherlöcher produzieren, Speicherleaks produzieren. Das heißt, irgendwann, wenn das Programm lange läuft und das häufig ausgeführt wird, wird mir der Speicher ausgehen. Aber es wird bis auf diese Speichergeschichte immer noch das tun, was es soll. Und das ist auch ziemlich nicklig zu finden. Ne? Aber wie dem auch sei, so ist es jetzt mal erstmal korrekt, bis auf die Tatsache, dass man nichts umdreht. So, wie drehen wir den ganzen Kram jetzt um? Gut, nichts leichter als das. Wir machen einfach kein String Copy, sondern wir machen jetzt wirklich das String Copy von Hand zu Fuß sozusagen. Also wir gehen jetzt durch den String durch. Size T, nehmen wir es, was weiß ich, Index von 0. Index kleiner als die Länge vom Input String. Das mache ich einfach mal, um das nur einmal holen zu müssen. Das packe ich gleich nach vorne. Size TL gleich. Na, wenn wir es schon in einer effizienten Programmierschreibung schreiben, dann machen wir es wenigstens von vorne bis hinten so. Kleiner als L. Plus plus Index. So.
Genau, also das, da kommen wir nicht drum rum. Ob wir jetzt. Das mit der, wo Size of Chain nicht standardkonform ist, Geschichte hatten wir gestern schon und dummerweise ist das doch standardkonform. Also es ist nicht im Standard festgelegt, dass Size of Chain 1 sein muss. Sondern es ist tatsächlich festgelegt mindestens 1. Muss man den allozierten Speicher wieder freigeben oder ist der Speicher weg? Das heißt, muss man den freigeben oder ist der weg? Also man sollte ihn freigeben, sonst ist er eben immer noch fürs Programm reserviert, solange bis das Programm geschlossen wird. Dann gibt das Betriebssystem, das hält natürlich eine Liste, welchem Programm welcher Speicher zugewiesen wurde. Ja, und das gibt das frei. Wenn man das Programm schließt, ist der Speicher im Allgemeinen wieder da, außer der Betriebssystem-Kernel hat einen Bug. Insofern lautet die Antwort ja, man muss es freigeben. Ist er weg? Nein, im Prinzip ist er immer noch da. Man könnte ihn auch auf andere Arten wieder benutzen, indem man das irgendwie anders trackt, aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, sollte man. Muss man tun. So, also was machen wir jetzt? Wir laufen durch unseren von dem Index von 0 bis Länge minus 1, ne? Solange wie der Index noch kleiner ist als L. Und dann, wie gesagt, sind ja alles Arrays, dann können wir da einfach drauf zugreifen und zwar genauso, wie wir das auch mit unserem String machen. Und da können wir uns jetzt aufsuchen, wo wir jetzt Index reinstecken und wo nicht. Kann man das machen? Ich überlege gerade, gibt es eine Möglichkeit, das abzufragen? Also das wäre außerhalb von C. Das wäre ein Betriebssystem-Call. Und da gibt es sicherlich betriebssystemspezifische, also sprich POSIX zum Beispiel, Linux, macOS oder so, oder Windows-spezifische Header, die ich inkludieren könnte. Ja, und damit kann ich das fragen, aber das wäre von Betriebssystem zu Betriebssystem anders. Das ist nicht einheitlich. So, ich schreibe mal in Result jetzt von vorne bis hinten. Also wie gesagt, schlag's nach. Ich hab's heute nachgeschlagen. Da habe ich nur eine Spezifikation gefunden, die sagte mindestens 8 Bit. Ich muss gestehen, es war auf der Wikipedia zur Spezifikation von C++. Ich habe jetzt nicht die komplette C-Spec. Ich habe jetzt nicht die Spec-Dokumente gelesen, aber zumindest Wikipedia schreibt mindestens 8. Die ordnet sich ab und zu mal, ja. Aber da stand zumindest mindestens 8. Und ansonsten machte diese Webseite einen recht gut informierten Eindruck. So, jetzt müssen wir auf einer der beiden Seiten andersrum zugreifen. Was ist das? Also das ist L minus 1, ne? Das ist der letzte Index minus Index. So, da schreiben wir vorhin Prompt hin. Wie gesagt, schau es nach. Wenn du die Spec findest, umso besser. Ich habe es nicht gefunden, ich habe lediglich herausgefunden, dass Charm mindestens 8 haben. Wir können es gerade raussuchen, bevor das wieder so lange. Dann können wir es sicherlich in der Wikipedia wird irgendwo festgelegt, was die Quelle dafür ist. Aber C Data Types. No, minimum size bits 8. Small address in machine. Actual type can be either assigned or unsigned. It contains char bits. So, Quelle 3. ISO specifications. Okay. So, hier ist die URL. Und wer es genau wissen will, einfach mal durchschauen. Ob da drin steht, muss genau 8 sein. Oder ob das hier falsches. Wenn ja, dann können wir die Wikipedia-Webseite fixen. Gut. Meine Pläne. Okay, gut. Dann können wir das fixen. Wie dem auch sei, ich lasse es trotzdem drin. Aus dem einfachen Grund, wenn wir irgendwo was anderes als char brauchen, dann können wir hier das andere einsetzen, zum Beispiel int oder so. Kosten tut es eh nichts. Ja, das ist
Size-of ist eine Compile-Zeit-Konstante. Ja, das wird vom Compiler angesetzt und mal 1 wird er eh entfernt. Also das ist absolut kostenfrei. Nichtsdestotrotz haben wir es tatsächlich geschafft, trotz aller Diskussionen, so nebenbei eine Reverse-Funktion zu schreiben. Ja? Das heißt, wie man sehen kann, haben wir es jetzt umgedreht und es klappt. Ja? Und es klappt auch, ich kann es auch mehrfach aufrufen, es crasht auch nicht. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen beim C-Programm. Ja? Offensichtlich machen wir nicht allzu üblen Ärger mit dem Speicher. Ja? Aber wir haben so ein bisschen diesen unschönen Effekt, dass wir den zurückgegebenen Speicher freigeben müssen. Und aus dem Grunde will ich noch kurz ein anderes Reverse schreiben. Also wir werden das so nutzen, aber ich will nur einfach mal zeigen, wie man es vermutlich eher in C implementieren würde. Also die Art und Weise, wie ich das jetzt tue, wird man wahrscheinlich normalerweise so in C nicht implementieren. Einfach, weil es diese unschöne Eigenschaft hat. Sondern ich nenne das mal hier Reverse 2. Die Art und Weise, wie man es höchstwahrscheinlich implementieren würde, ist, man wird es wahrscheinlich in place machen. Ja, da muss man sich einfach außen um den Speicher kümmern. Was machen wir dazu? Anstatt einen neuen Speicher zu erzeugen, ja, das können wir erstmal wegmachen, würde man einfach schlichtweg die übergebene Variable modifizieren und die einfach umdrehen. Ja, dazu das ist Leng. Ich habe auch die falsche Zeile weggemacht. Das hier mache ich gleich dahin. Ich will es erstmal so lassen. Ja. Was wir hier machen, wie kann ich etwas in place umdrehen, zwingen? Das heißt, ich laufe halb durch und swap immer Zeichen. Ne? Das heißt also, ich gebe es zur Hälfte der Länge nur. Division von Ganzzahlen ist automatisch die Integer-Division. Ja? Und dazu nehmen wir jetzt InString und hier auch InString. Und was müssen wir jetzt machen? Naja, wir müssen halt einfach eben, das ist so schon, okay, passt okay. Bis auf die Tatsache, dass das natürlich eine einseitige Zuweisung ist und wir die andere Richtung noch über eine Temp-Variable retten müssen. Also das heißt, das, was da drin steht, das müssen wir retten. So, ne? Und wo wir gerade bei sinnvollem Programmieren sind, deklarieren wir die Variable natürlich nur ein einziges Mal und nutzen sie dann die ganze Zeit. Ne? Das ist Swap hier. Ne? Das, was an der Stelle steht, retten, dann den anderen Wert zuweisen und dann auf das zweite den ersten draufschreiben. So. Welchen Effekt hätte das jetzt? Da müsste man nichts freen oder sowas ähnliches. Ne? Also das heißt, wenn wir jetzt hier das nochmal schreiben, Reverse 2 habe ich es genannt, von i, ne, unsere Variable i, dann wäre i einfach umgedreht und bringen will ich nichts. Ja, und das ausführen. So, ne, dann haben wir auch eine Reverse. Wir haben nichts nur adduziert, wir mussten nichts freigeben. Ja, der Code ist eine ganze Ecke einfacher als der hier. Der da oben ist auch eine ganze Ecke geschrumpft. Der einzige Nachteil davon ist, wir haben unseren übergebenen Parameter modifiziert. Ja, ist das gut oder schlecht? Kann man so in dem Sinne nicht sagen. Tut halt ein bisschen was anderes. Ne? Dreht auch um, dreht das aber in der Variablen selbst um. Da das aber die Eigenschaft hat, dass man eben nichts adduzieren muss, nichts freigeben muss, und wenn mich das stört, dass ich die Variable kaputt mache, dann hätte ich ja auch hier Speicher allozieren können für quasi neues i. Ja, also ich hätte ja auch hier an der Stelle genau das, was ich hier habe, sagen können. Ne? Also quasi die Zeilen, die ich da oben habe. Ja, dass ich sage, okay, wie groß ist denn unser i? Ja, erzeugt mir ein Reverse i, nenne ich es jetzt einfach mal kurz. Mache ich eh gleich alles weg. Ja, ri und dann übergebe ich das RI und vorher kopiere ich natürlich sinnvollerweise den Inhalt rüber. Ja, das heißt, wir sagen einmal String copy, ups, hat selber gefixt, okay, danke. String copy RII. Ja. Warum würde ich jetzt sagen, dass das die bessere Lösung ist? Die ist jetzt natürlich erheblich länger als die da, aber die hat den gewaltigen Vorteil, ja, erstmal RI gucken.
Geht, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die ist natürlich erheblich länger als das hier, hat aber den riesen Vorteil gegenüber der Version, dass ich hier genau sehe im Programm, okay, ich habe hier einen Malloc gemacht, also muss ich da auch einen Free machen. Also diese Symmetrie habe ich und ich habe nicht so dieses implizite, dass wenn ich hier Reverse aufrufe, dass ich dann dran denken muss, oh, Reverse generiert mir was Neues und das muss ich freigeben. Ja? Und man könnte es noch ein bisschen hübscher machen. Es spricht nichts dagegen, den übergebenen Parameter auch wieder zurückzugeben. Ja, also den InString, das ist ja nur ein Pointer, den kann ich natürlich auch an beliebigen Stellen zurückgeben. Und dadurch könnte ich das sogar so schreiben, ich lasse es jetzt mal mit dem i, dass ich das quasi hier wieder reinkritzle. Ja, also dass ich quasi auch wieder so einen richtig hübschen Funktionsaufruf habe. Ne? Also damit kann ich wieder meinen Originalcode retten in dem Sinne, ja, der mal so ursprünglich so aussah. Allerdings, ne, aufpassen, das Ganze hat einen Seiteneffekt, das gibt nicht nur das Umgedrehte zurück, sondern das dreht auch i um. Wenn ich es also nochmal aufrufe, dann kommt wieder das Richtige raus, ne, weil es dann halt zweimal umgedreht ist. Ne? Also hat alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Wir bleiben mal jetzt bei dieser Version hier. Ich erwähne nur, dass das vermutlich das wäre, was irgendwie, was man in C normalerweise implementieren würde. Ja, also das wäre, glaube ich, sehr ungewöhnliche Art und Weise, das zu tun. Also Objective-C macht das. Das ist eine relativ ungewöhnliche Programmiersprache. Objective-C ist eine Erweiterung von C, so wie C++ eine Erweiterung ist um Klassen. Und Objective-C hat eigentlich nur eine einzige Anwendung und die ist macOS. Ja, das sind die einzigen Nutzer eigentlich davon und natürlich Derivate davon, iOS und watchOS und so weiter und so fort. Ja? Wobei auch Apple inzwischen Objective-C so ein bisschen über Bord geworfen hat und stattdessen Swift gerne machen will. Ja? Wir können Reverse 2 gerne leben lassen. Ich kopiere es mal nach unten, damit es uns hinterher nicht so viel stört. Ja? Dann hat es jeder mal im Code auch drin. Vielleicht werden wir noch so ein paar andere Sidetracks machen. Aber nichtsdestotrotz, ne, also das wäre sicherlich eher das, was man in C normalerweise machen würde. Ne? Hat eben einen, vor allen Dingen der Seiteneffekt ist halt leichter zu sehen. Ne? Man merkt sofort, okay, ja, die Variable, die verändert sich, wohingegen das hier merke ich nicht so leicht. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das jetzt im Moment ein bisschen hübscher, auch um mal mit dem Speicher das mal genauer zu sehen, dass man da aufpassen muss. Und das hier kommt eher an, näher an, das daran. Weil hier tun wir genau dasselbe. Also das hier ist ziemlich genau dasselbe wie das hier. Ja? Jetzt die Frage, wo ist denn dieses Free eigentlich? Ja? Wo ist dieses Free? Das lässt sich ganz einfach beantworten. Da gucken wir mal, wo wir das Reverse benutzen. Ne? Wird das benutzt? Zum Beispiel hier. Ne? Hier wird dem String Reverse in String das Ergebnis von Reverse zugewiesen. Ja? Und jetzt vergessen wir mal kurz sämtliche Compiler-Optimierungen, die da reinspielen und das jetzt ein bisschen verändern, was ich erkläre. Aber die grundsätzliche Funktionalität, die hier passiert, die ist eigentlich ziemlich böse. Ne? Was hier passiert ist Folgendes. Es kommt dieser String hier an, ja. Hier wird ein neuer String erzeugt. Es wird also intern, kann sich auch angucken, wie die STL das macht, die Standard Template Library, also wie dieses String hier funktioniert. Das ist gar nicht mal Standard, das ist noch, sogar noch die Standard Library. Ne? Intern macht die auch so nette Mallocs, ja. So. Dann packe ich da hinten Zeichen dran, ja. Dabei werden auch wieder tonnenweise Mallocs passieren. Warum? Weil das hier eigentlich eine Katastrophe ist, was wir hier machen. Ja? Was tun wir denn hier? Wir nehmen diesen Originalstring und hängen jedes Mal vorne was dran. Ja? Wir sagen ja, das Out ist vom Eingabestring, also das Out hier ist vom Eingabestring, das vorne an das Out dranhängt, ein neues Out. Da erzeugen wir jedes Mal einen komplett neuen String. Ja? Das heißt, jedes Mal wird wieder ein Malloc gemacht. Es wird Speicher alloziert, es wird quasi die Länge von dem Ding hier berechnet, ne, das Ergebnis, das was ich jetzt gehighlightet habe, das ist ja ein neuer Standard String. Ne? Da wird ein Malloc gemacht, es wird die Länge davon geholt, es wird die Länge davon geholt, das Ding hat die Länge 1, das hat irgendwas, dann wird das um 1 verlängert, damit das Ganze 0 terminiert ist oder wie auch immer jetzt das Ding intern aufgebaut ist. Dann wird das neu erzeugt,
wird dem Out zugewiesen. Dabei fällt das alte Out dem den Bach runter, ja, wird gelöscht mit einem Free und das Ganze machen wir so lang, wie dieser String ist. Und das kann kein Compiler der Welt wegoptimieren. Ja? Was die Compiler wegoptimieren können, ist, dass die Rückgabe von diesem Reverse ist auch wieder ein String. Ja? Der wird dem String hier zugewiesen, dann nicht mehr gebraucht und wird dann auch wieder, also hier wird wieder ein neuer String erzeugt, der wird auch wieder mit malloc angelegt, da wird wieder geguckt, wie lang ist das Ding, dann werden die Zeichen alle einzeln rüber kopiert, ja, und dann wird der Ursprungsspring wieder gelöscht, ja. So, was lernen wir daraus? Das ist unglaublich ineffizient, dieser Code hier, ja. Ist auch, ja, also das, was ein Compiler macht, ist diese letzte Zuweisung, die wird wegoptimiert, das haben wir auch letztens mal ausprobiert, falls da noch jemand erinnert, ne, an der Stelle wird tatsächlich ein Move gemacht, das ist nämlich ein Transfer der Daten, wobei die Quelle dann ihre Gültigkeit verliert und das Ziel nicht. Hier an der Stelle wüsste ich nicht, wie der Compiler dann einen Move machen sollte, einfach deswegen, weil dieser neue String größer ist als der alte, ja, das heißt, der muss realloziert werden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ne, das ist höllisch ineffizient. Ist das jetzt ein Problem? Wahrscheinlich erstmal nicht. Wir haben ja genug Cores, die sind hoch genug getaktet. Ne? Deswegen gibt es überhaupt JavaScript. Ja? Nee, aber das sind Sachen, die man wahrscheinlich bei praktischen Anwendungen selten optimieren muss, weil man einfach so viel Performance hat, dass es schon okay ist und die Bottlenecks sind sowieso woanders. Aber es ist immerhin schon mal gut, das zu wissen. Das heißt also, unser Reverse hier ist um Längen effizienter als das da. Ja, also der Unterschied, ne, das hier ist linear und das hier ist quadratisch in der Laufzeit. Ja, und quadratisch skaliert ganz, ganz schlecht. Linear ist okay. Ja, besser als linear können wir logischerweise nicht sein. Also ist natürlich eine obere Schranke, natürlich eine untere Schranke für Umdrehen eines Strings. Man muss sich alles mal angeguckt haben. Okay, also so viel einfach mal dazu, dass man, was so der Sinn und Zweck von auch Programmieren in C ist, dass man auch mal sieht, was man ansonsten für Katastrophen anrichtet. Ja, das kann man natürlich viel effizienter machen. Also gar keine Frage. Ja, wir können, niemand hält uns davon ab, den String direkt die richtige Größe zuzuweisen und dann nur auf die einzelnen Elemente zuzugreifen. Wir können natürlich diesen Code auch in C++ schreiben. Und das ist vielleicht was man sozusagen auch als Take-Home-Message nehmen kann. Ja? Ja, mit den Benchmarken wird es schwer, weil wie gesagt, das ist zwar quadratisch, ne, aber quadratisch von 10, das sind 100 Operationen. Das sind hier dann 10 Operationen, 100 Operationen, 10 Operationen. Das ist einem Rechner sowas von egal. Ja. Ja. Naja, warum ist es auch beim Single-Thread-Programm wichtig, dass wir genügend Cores haben? Das klingt erstmal nach einer dämlichen Aussage. So dämlich ist die aber gar nicht, weil du darfst nicht vergessen, auf deiner Windows-Maschine sind erstmal 5 Cores damit beschäftigt, dein System nach Viren durchzuforsten. Ja, und das OS selbst tut sich auch noch ein paar Cores rein für diverse Hintergrundaufgaben. Und dann machst du halt einen dicht mit dem String-Reversen. Ja, also im sequentiellen Betriebssystem wäre das in der Tat ein schwachsinniger Remark, gebe ich ja zu. Ja? Aber im reellen Setup ist sowieso immer so viel Hintergrundaktivität, dass es eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja? Wie kostet das auch bei einem Single-Threaded-Programm? Gut, aber so viel wollte ich einfach nochmal angemerkt haben, ne? Mal zurück zu dem, ne, ist immer so painful und Pointer und tut weh und so weiter, aber die stecken hier auch drin, die sehen wir nur einfach nicht. Und je weniger wir davon sehen, desto ineffizienter wird das Ganze häufig. Allerdings, der Vorteil ist, ne, wesentlich weniger fehleranfällig und das ist ein gewaltiger Vorteil. Ja, da kann man auch ein bisschen Effizienz verlieren. Gut, jetzt haben wir jedenfalls unser Reverse hier irgendwie gebastelt. Kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Problem. Find war das nächste, was wir hatten, ne? Und dazu hatten wir hier diesen String deklariert und das können wir jetzt einfach mal so übernehmen. Also fast. Ja, können wir mehr oder weniger so abschreiben. So, passt. Passt noch nicht ganz.
Und jetzt muss ich mal gucken, ob das geht oder ob das, weiß ich jetzt gerade auch nicht, oder ob ich jetzt die Klammer-Syntax brauche. Na, das passt auch sehr schön. Das kann ich machen. Also ich kann ein konstantes Array, sprich in dem Fall ein String, kann ich so zuweisen, wobei das kann ich Klammer weglassen. Genau, geht. So. ja, wobei das Betriebssystem belegt locker so viel. Also wie gesagt, guck dir mal deinen Taskmanager an und wie viel in diesem Moment gerade deine Hintergrundprozesse belegen. Ja, und damit meine ich jetzt nicht den Browser. Der wird auch mit sich Threads das System gut beschäftigen. Aber du kommst auf locker mehr als 100%. Also wenn du nichts tust, macht dein Betriebssystem mit Sicherheit mehr als einen Core komplett dicht. Das würde mich sehr überraschen, wenn das nicht so ist. Ja, mit diversen Tätigkeiten, die im Hintergrund ablaufen. Gut, aber kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Problem. Ja, wir haben jetzt unser Digit Array und wir wollen Find schreiben. Find ist ein bisschen netter. Ja, bei Find müssen wir auch gar nicht so. Guter Punkt. Danke. Ist ein sehr guter Punkt. Habe ich mir extra gedacht, auf keinen Fall vergessen, ich habe es doch vergessen. Ja, was ich natürlich auf keinen Fall vergessen darf, und das ist eigentlich ein Wunder, dass es nicht geknallt hat, ja, ist, ich muss den Result String auch terminieren. Vielen Dank. Das heißt, ich muss hinter den ganzen Krempel, den ich rüber kopiert habe, noch unbedingt die 0 schreiben. Ja. Ja, das liegt daran, dass das Betriebssystem dich an der Stelle bescheißt. Wo haben wir denn, wo ist denn jetzt, ach, weniger, du darfst nicht weniger sagen. Ich überlege gerade, wie du da rauskommst, dass du das siehst, wie viel das Betriebssystem wirklich verbraucht, weil das irgendwie diverse Aktivitäten nicht anzeigt. Wenn ich mich recht erinnere, kannst du das mit diesem, wie heißt der Process Explorer, der auch von Microsoft kommt, kannst du das sehen. Was es denn wirklich tut. Ja? Also aufpassen. Der normale, wenn der Task Manager zeigt dir nicht alles an. Gut, aber zurück zu unserem Programm. Ja, das hier ganz wichtig. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, ich muss ja sagen, dass das Ganze enden soll. Warum hat das bisher nicht geknallt? Deswegen, weil ich nicht allzu viel tue und damit, weil der Speicher, den ich vom Betriebssystem bekomme, ausgenullt ist, ich eine relativ große Wahrscheinlichkeit habe, dass dieser Speicher hier ausgenullt ist. Ja, und damit insbesondere auch dieses Plus 1, hier, also das Element, was an Index L steht. Ne? Wir erinnern uns, du fängst mit 0 an, deswegen ist Index von der Länge direkt dahinter. Ja, das war mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit 0, aber das wäre ein ziemlich böser Bug gewesen. Ja. Gut, guter Punkt. Jetzt unser Find. Ich habe das erstmal übernommen. Das Pendant zu uint, wenn ich mich recht erinnere, gibt es die Datentypen inzwischen auch, aber wir machen es jetzt trotzdem mal, sobald ich es schaffe, da das ändern die richtige Stelle zu sprechen. Unsigned, danke. Unsigned char, find. Das kriegt ein char und kriegt ein string. Und da müssen wir nicht allzu viel fiese Sachen machen, weil kein neuer Speicher adressiert werden muss. Das heißt, wir können das im Wesentlichen genauso schreiben wie vorher, aber wir müssen jetzt lediglich ein paar Kleinigkeiten anpassen. Das hier ist ein size-t, hätten wir auch schon vorher ein size-t nehmen können, übrigens wäre auch besser gewesen. Str von size, das ist einfach str length von jedenfalls string, ja, index, und wenn dieser Character gleich Moment, da ist irgendwas falsch. Ist ein i zu viel, da fehlt ein ganzer Haufen Kram. Index kleiner als Link, dann steht das String eigentlich. Ich war so ein bisschen verwundert, hätte das nicht. Fein. Ach so, weil wir, okay, jetzt weiß ich, das Find, das rufen wir irgendwo mit Digits auf, ne? Deswegen,
denke doch gerade, er muss das doch innehmen. Okay. Ja, der muss das. Genau, das rufen wir da unten mit Digits auf. Okay. Gut, ja, dann machen wir das von mir jetzt auch so. Dann soll das ruhig in dem Stream passieren. Okay. Gut, wenn ich jetzt nicht was ganz übel übersehen habe, dann funktioniert das so. Ja, an der Stelle sieht man, dass die beiden Sprachen sich nicht so unähnlich sind, C und C++. Also, oder anders ausgedrückt, wir haben das hier ziemlich C geschrieben. Ja. So, jetzt haben wir Find und Reverse. Damit haben wir so die wichtigsten Zutaten, um müssten wir noch prüfen, ob Melody jein. Oder ja, also prinzipiell hast du recht, ja, Melog darf fehlschlagen. Das ist okay. In dem Fall würde es eine Null-Referenz zurückliefern, also Result wäre Null. Du könntest, also das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, wirklich Code schreibst, der irgendwie kritisch ist, dann müsstest du an jeder Stelle, wo Malloc, wo du Mallocs ausführst, müsstest du anschließend sowas checken wie if Result gleich Null, und Konvention ist an der Stelle so zu schreiben, wobei null ist nichts anderes als ein Define auf Null. Ja, dann was weiß ich was, raise exception, irgendwie sowas in der Art, ja? Weil dann kannst du an der Stelle nichts, da müsste man sich jetzt überlegen, wie man exception schmeißt oder sowas ähnliches, ja, ja, das müsstest du theoretisch machen. In der Praxis ist es extrem unwahrscheinlich, dass Malloc bei irgendwie sowas Kleinem fehlt, wenn das denn klein ist, ne? Wenn sie jetzt vom User bekommen, müsste ich natürlich auf jeden Fall checken, weil ein böser User natürlich mir dann Terabyte an String übergeben könnte. Ja, das ist richtig. Also theoretisch müsste ich das checken, um sicher zu sein, dass es geht. Und ansonsten kannst du aber nicht weitermachen. Also der einzige sinnvolle Schritt danach wäre ein Programmabbruch. Falls ich das nicht tue, wird das Programm auch crashen. Ja? Da es hier 0 ist, würde das eine Null-Pointer-Exception hier verursachen. Ja, ich würde versuchen, Null-Pointer zu dereferenzieren. Wir erinnern uns, was macht diese Klammer? Ne? Das dereferenziert den Pointer und anschließend zählt es den Index drauf. Das heißt, das würde auch crashen direkt. Allerdings mit einer Null-Pointer-Exception hier an der Stelle. Ja, also das wäre jetzt auch kein undefiniertes Verhalten, was wir kriegen würden, aber es wird mir um die Ohren fliegen, und die andere Exception könnte ich vielleicht irgendwie graceful catchen, also dass ich nicht gerade direkt abschmiere, sondern dass das Programm sagt, speicher es alle oder sowas ähnliches. Ne? Aber ja, theoretisch kann Malloc fehlschlagen, das ist korrekt. Null-Pointer-Definieren ist doch UB. UB heißt Undefined Behavior. Was soll UB heißen? Undefined Behavior. Okay. Nee, ist nicht undefined. Eine Null-Pointer-Dereferenzierung ist eine Exception. Das ist nicht undefined. Also es würde mich zumindest sehr überraschen, wenn es das nicht wäre. Also das sollte sofort crashen mit einer Access Violation. Auf die Null-Speicherbereich hast du kein Zugriffsrecht. Das heißt, das wird vermutlich nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob das System dann sagt, wirklich Null-Pointer-Dereferenzierung, oder ob es einfach einen Speicherschutzfehler meldet. Aber es wird auf jeden Fall instantan Speicherschutzfehler melden. Ja, also könnte man checken, aber wir können eh nichts dran machen. Insofern tue ich es jetzt mal nicht an dieser Stelle. Es gibt so viele Sachen, die wir nicht checken, aber vom Prinzip gerecht. Ja, müsste gemacht werden. Gut, kommen wir wieder zurück zu unserem Problem at hand. Machen wir mal String to Int. Das ist der einfachere von den beiden Fällen. Ja? Einfach deswegen, weil an der Stelle kein Speicher alloziert werden muss. Ne? Weil das Ergebnis ist ja ein Int. Ja? Das heißt, wir kriegen einen String rein, spucken ein Int aus. Und im Zuge dessen müssen wir halt keinen so einen fiesen String allozieren, um irgendwie so einen Pre-Gedanken zu machen. Ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass es ein Betriebssystem geben könnte, bei dem 0 eine gültige Adresse ist, aber mir ist keins bekannt. Also unabhängig von x86-Architekturen
liegt normalerweise am Anfang des Speichers das System und das wird sich hoffentlich zu schützen wissen. Aber ja, es könnte sein, dass sogar auf einer x86-Architektur, also wenn wir es jetzt so weit runterbrechen würden, ne, 8086er oder sowas ähnliches, ja, gibt es keinen Speicherschutz. Ja, deswegen, das hat damit nichts zu tun. Ne? Also wenn wir jetzt hinreichend weit zurückgehen, Real-Modus gibt es gar nicht mehr, ne? Wir erinnern uns, die existiert tatsächlich nicht mehr, auf aktuellen Prozessoren, wurde irgendwann mal abgeschaltet. Aber nichtsdestotrotz, also auf dem 8086er kann ich natürlich überall im Speicher rum vorwerten. Ne? Wie dem auch sei. Jedenfalls wird es auf aktuellen Systemen immer uns um die Ohren fliegen. Gut, zurück jetzt nochmal zu unserem String-to-Int. Was wollen wir machen? Wir wollen ein 64-Bit-Int ausgeben und das ist gar nicht so einfach. Also das, was ich jetzt mache, ich sage jetzt mal hier ein unsigned long, das Int schenke ich mir. Das ist auch so ganz sketchy, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, was denn wirklich garantiert ist in der Länge oder nicht. Aber um wirklich sicherzustellen, dass man 64-Bit-Int bekommt, da muss man schon was Systemspezifisches tun. Aber ein unsigned long ist schon mal ein ganz guter Start für eine relativ große Zahl. Ja. So, was kriegen wir als Input? Als Input kriegen wir einen String, sehr schön. Dann wissen wir schon, wie wir den machen. Und wir wissen, dass ein unsigned char, dass das ein 8-Bit ist. Und das ist unser In-Base. Gut, was machen wir zuerst? Versuchen wir mal, den Code 1 zu 1 zu portieren. Diese Syntax gibt es in C nicht. So. Was machen wir zuerst? Wir drehen den String um. Ja, dann wissen wir schon, wie das geht. Geht nämlich so. Und von mir aus können wir das Ding ruhig const machen. Wollen wir eh nicht dran rumfummeln. Ja, nachdem wir irgendwie fertig sind mit unserem Arbeiten, nehmen wir das mal reverse in string, dann heißt es genauso, müssen wir den löschen. Ja, das ist hier, das ist glücklicherweise nur innerhalb unseres String-to-Int, das heißt, das tut jetzt nicht so sehr weh aus meiner Sicht, weil es halt nur eben in der Funktion drin ist. Ja, wir erzeugen das Ding hier, wir machen es frei und dann gehen wir zurück, das heißt, unser String-to-Int ist zumindest von außen hin ist das abgeschlossen. Ja. So, dann kommt wieder unser Laufen über den gesamten String, das haben wir auch schon zigmal gemacht, das machen wir jetzt einfach hier mal. Und zwar ist eigentlich egal, welche von den beiden nehmen. So, dann holen wir uns ein Zeichen. Ja, die Funktion haben wir oben schon geschrieben, die heißt find. Genauso wie hier. Reverse String Index passt, Digit passt auch, Number plus gleich passt. Ja, ups, jetzt habe ich schon wieder das Ding zugemacht. Perfekt. Ist jetzt aufgegangen. Da. Okay, sehr schön. Gut, probieren wir es mal zu kompilieren. Passt richtig. Ah, so, das mag er nicht, das ist ein Constjar ist. Okay, also nicht Constjar. Könnten wir casten an der Stelle, ist aber egal, will ich jetzt nicht. So, okay. Damit funktioniert String-to-Int schon mal, zumindest syntaktisch. Wenn es syntaktisch kompiliert, dann muss es funktionieren. Nee, natürlich nicht, also probieren wir es mal aus. Das heißt, wir schieben da jetzt mal was rein. Das ist String-to-Int, also tun wir sinnvollerweise was rein, was auch halbwegs so ein Int ist. Ja, 1, 2, 3, 4. Und dann gucken wir uns mal an, was String-to-Int von 1, 2, 3, 4 ist. Und dann müssen wir hier wieder aufpassen, dass wir da jetzt ein Int reingeben, also müssen wir da den Modifier anpassen. So, und hier müssen wir natürlich noch irgendwas übergeben, nämlich die Base 10. Dann haben wir das eine Dezimalzahl. Achso, und das ist machen wir richtig ein unsigned long. Das heißt LU. I tut's auch, da ignorieren wir die anderen Bits, aber machen wir es wenn dann mal richtig. Ja, jetzt haben wir keine Warning mehr. Sieht gut aus. Ja, wenn ich das jetzt als 20er System interpretiere, dann müsste die Zahl wachsen. Tut's auch. Zufällig weiß ich auswendig, dass 8864 korrekt ist. Cool, das heißt, wir haben die Hälfte schon fertig. String-to-Int ist schon okay. Ja, können wir jetzt ein bisschen dumme Leerzeichen hier wegmachen. So, das lasse ich mal da, weil es Initialisierung ist. Okay, dann kommt die andere Sache.
into String. Ja, wollen wir uns auch mal hier rüber. Sieht hier ein bisschen kürzer aus. So, was macht into String? Kriegt eine Zahl, ja, haben wir uns darauf geeinigt, auch ein unsigned long draus. Ja. Kriegt die Base, in dem Fall jetzt die Outbase, das ist ein unsigned char. Unsigned char nochmal. Char heißt wirklich nur 8-Bit, ne? Also char an und für sich sagt jetzt nicht, dass es sich wirklich um ein Zeichen handelt. Also das heißt einfach 8-Bit-Integer. Ich finde es ein bisschen unschön, dass man die Dinger unbedingt char nennt. Ich hätte es Byte genannt, aber egal, so ist es halt. Also der Rückgabewert soll ein char-Pointer, also ein String sein. So, und jetzt haben wir hier auch wieder sowas, ne? Neuen String allozieren, den zurückgeben. Das heißt, das wird wieder dazu führen, dass wir eben hinter unseren Free einfangen, da wo wir das Ding benutzen. Aber gut, kommen wir nicht so richtig drum rum. So, was machen wir jetzt? Mal kurz überlegen, was macht dieses Name? Und jetzt haben wir so ein kleines Problem. So, was machen wir nämlich jetzt? Gucken wir uns erstmal das Ganze hier vom Prinzip an. Das ist ja noch C++-Code, aber gucken wir uns mal vom Prinzip an, was wir hier tun. Wir sagen, okay, leerer String, ja, damit beginnen wir und dann fangen wir an, unsere Zahl zu konvertieren, Zeichen für Zeichen, so lange, bis wir die Inputzahl abgearbeitet haben oder anders ausgedrückt, so lange, machen wir weiter, wie wir sie noch nicht abgearbeitet haben, ja, das ist ja nur andersrum ausgedrückt. So, und dann geben wir das aus, nachdem wir es dann nochmal umgedreht haben. So, und jetzt haben wir einen kleinen Haken. Wenn wir jetzt hier, ja, diese Zeile, oder ich drücke es mal anders ein. Wir haben mal gesagt, okay, die müssen wir durch so einen Malloc ersetzen, ne? Dann haben wir da oben auch schon mal gemacht. Das kopiere ich mal hier runter. Ja? Also den Reverse Outstring können wir das von mir aus nennen. Ja? Das sollte ja eine gewisse Länge haben. Die Frage ist, welche Länge übergeben wir denn jetzt? Ne? Und da haben wir jetzt ein kleines Problem, wenn man ganz ehrlich sein soll. Denn diese Länge wissen wir noch nicht so richtig. Ja? Und da gibt es jetzt auch wieder so die Standardlösung, wie das wirklich 99% der Betriebssysteme lösen wollen. Wir nehmen eine hinreichend große Zahl hier. Ja, klingt nach einer total bescheuerten Idee. Ist auch nicht das, was wir machen werden gleich. Keine Sorge, ich ändere das noch. Aber normalerweise läuft es tatsächlich so. Ja, gibt es genügend auch Calls in der Standard-Library, die genau das tun. Ja, da kann man sogar abfragen. Man kann abfragen, wie groß ist denn der String, der alloziert wird. Ne? Wenn man sich zum Beispiel anguckt, Betriebssystemfunktionen, die einem sowas zurückliefern, wie den aktuellen Pfad von einer Datei oder sowas ähnliches. Ja? Die schreiben das immer in String von fixer Größe. Ja? Man kann da natürlich vorher abfragen, was kommt da zurück und so. Also die haben schon Mechanismen, sodass man das Ganze umgehen kann. Ja? Und modernere Betriebssysteme, Versionen, also Windows ist da so ein praktisches Beispiel, da gibt es dann neuere Secure-Funktionen, die das dann nicht mehr so tun, aber zumindest die grundsätzliche Funktionalität sieht tatsächlich sehr häufig so aus. Ja? Und das hat man halt gemerkt, es fliegt einem um die Ohren. Ja, hauptsächlich, ehrlich gesagt, fast immer nur aus Sicherheitsgründen. Ja? Unter normalen Bedingungen ist das eigentlich völlig okay. Ja, ist egal, so groß muss sie gar nicht sein. Ja? Man stellt halt, hat halt festgestellt, dass das eben Einfallstore sind, wo man eben einen Pufferüberlauf produzieren kann. Ja? Und wenn man sich dann geschickt anstellt, schreibt man halt jenseits dessen, was alloziert wurde, Daten. Und wenn man sich noch ein bisschen geschickter anstellt, dann weiß man zufällig, was da ist. Und dann kann man, was weiß ich, zum Beispiel Rücksprungadressen von Funktionen umbiegen und so weiter, ein bisschen Schnickschnack machen. So wollen wir es nicht machen. Wir wollen also tatsächlich irgendwie wissen, wie dieses L ist. So, und da gibt es jetzt, an dieser konkreten Stelle gibt es zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Die eine ist, wir gucken, wie lang wird denn unsere Ausgabezahl. Und das stellt sich raus, das ist gar nicht so einfach. Denn zum Beispiel die Länge unserer Eingabezahl ist natürlich nicht die Länge unserer Ausgabezahl. Ne? Klassisches Beispiel, Dezimalzahl rein, Binärzahl raus. Ja? Oder andersrum. Ja? Die sind verschieden lang. Jetzt könnte man ausrechnen, wir kennen ja eigentlich alle Informationen. Wir wissen, was die Eingabebasis ist. Und wir wissen natürlich, was die Basis der Ausgabezahl ist. Ja? Und insofern können wir das Ganze berechnen, der Zahlen. Ja? Also ich gucke gerade, Logout Base von Number, das ist nicht ganz korrekt, ja? Sondern es wäre sowas wie erstmal Ziel davon, aber es ist sowas wie Logarithmus
Das ist die Länge der Eingabezahl mal Logarithmus zur Ausgabebasis von der Eingabebasis. Ja, ich kann auch gleich gerne motivieren, warum das so ist. Etwas Wichtiges sieht man schon daran, das ist nicht einfach. Und zwar, ich kann es gerade mal versuchen hinzuschreiben. Also, wie komme ich auf die Idee? Und zwar, ich mache mal wieder was mit Zetteln und dann halte dann gleich den Zettel in die Kamera, weil ich keine Lust habe, das auf dem Monitor zu machen. Ja, also, wenn wir jetzt eine Eingabezahl haben mit einer gewissen Eingabebasis i, ja, also i, ich habe nur ein i auf den Zettel geschrieben, nichtsdestotrotz. Ja. Das ist also zum Beispiel 10 bei uns. Ne? Und nehmen wir an, die Länge unserer Zahl sei L. Ja? Dann kann ich, wenn unsere Zahl meinetwegen, was weiß ich, 27 ist oder sowas ähnliches, ja, der Länge der Zahl 2, ja, dann mit zwei Stellen, was kann ich damit repräsentieren? Damit kann ich i hoch L minus 1 repräsentieren. Ja, warum i hoch L minus 1? Naja, weil also die größte zweistellige Zahl im Dezimalsystem ist 99, ne, und das ist halt 10 hoch 2 ist 100, minus 1 ist 99. Ne? Also das wäre sozusagen die größte Zahl, die ich repräsentieren kann, ja, mit der Stelle L. Und wenn ich davon jetzt den Logarithmus bilde, der Ausgabebasis, ja, also so, Logarithmus zur Basis O, dann bekomme ich, wie viel Stellen die Zahl in der Ausgabebasis bedeutet. So, und jetzt kann ich anfangen, das Ganze zu vereinfachen. Zunächst mal kann ich auf dem, uns ist hier eh nur was Konservatives. Also wenn diese Approximation hier ein bisschen zu groß ist, nicht schlimm. Also streichen wir mal das minus 1. Ja? Bei großen Zahlen spielt das sowieso keine Rolle. Und dann steht da einfach log von O von i hoch L. L ist immer noch die Länge der Zahl, nicht die Zahl selbst. Ne? So, das steht dann da. Ja, und das ist ja relativ, das vereinfacht sich relativ. Also Logarithmus zur einen Basis von i hoch L, ja, das ist ja offensichtlich der Logarithmus von L durch den Logarithmus von O, den Logarithmus von i zur Basis O. Ja, so. Was sieht man an der ganzen Geschichte jetzt? Kann man alles ausrechnen? Ja, mal abgesehen davon, dass es in C dummerweise keinen Logarithmus zur beliebigen Basis gibt, kann man sich aber auch leicht hinfrickeln. Logarithmus von einer beliebigen Basis ist einfach der Logarithmus, den uns das System bietet. Ich glaube, der natürliche durch den Logarithmus der Basis und so weiter. Kriegen wir alles hin. Ja, ja, genau, das muss kleiner sein von der Länge. Also was heißt nicht muss kleiner, das ist kleiner sein von der Länge. Ja, deswegen müssen wir was ist das Problem? Das ist ja genau das, also das Ergebnis von dieser Berechnung kann ja durchaus negativ, kann ja durchaus kleiner als 0 sein, das ist ja kein Problem. Ja? Also, jedenfalls, worauf ich hinaus will, das können wir gerne alles ausrechnen, ja? Können wir auch gleich mal coden, aber meine Erfahrung ist, dass in den meisten Fällen ist das nicht wichtig. In welcher Basis ist doch egal. 8864 ist... Nein. 1, 2, 3, 4 zur Basis 20 ist im Dezimalsystem 8864. Das ist völlig korrekt. Deswegen passt. Ja. Nochmal, zu welcher Basis ist, nein, das ist nicht egal, weil beziehungsweise wir könnten theoretisch jetzt hier an der Stelle Number nehmen, aber da haben wir ja noch was an der Backe. Wir müssen die Länge von Number erstmal berechnen. Ja? Die Länge von der Eingabe, die ist wenigstens mal leicht zu berechnen, das ist Strudelang. Ja? Wenn wir die Länge von Number haben wollen, müssen wir uns erstmal die Länge davon angucken. Das ist auch wiederum nicht trivial. Ne? Da müssen wir nämlich das Ding so lange durch 10 dividieren, bis wir bei 0 sind. Dann haben wir auch die Länge. Also die Länge von einer Zahl in Ziffern ist gar nicht so einfach. Das ist wieder linearer Aufwand. Ne? Also, und dann hätten wir dasselbe, dann hätten wir auch nichts gewonnen, außer dass wir wüssten, dass die Eingabebasis immer 10 ist. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Diese Berechnung, die ich ja aufgeschrieben habe, ja, wie gesagt, wir können sie gerne gleich coden, falls wir es wollen. Falls wir noch Zeit haben, insbesondere. Wir haben noch 16 Minuten, sonst machen wir es von mir aus am Donnerstag. Das geht alles, ja. Logarithmus out base von Number. Lass mal nachdenken. Ach so, meinst du das?
Ja. Okay, jetzt weiß ich, was das könnte. Genau, davon Ceiling, ne? Das ist ja sicherlich das ist sicherlich eine Dezimalzahl. Ja, macht aber Sinn, ja, tatsächlich, stimmt. Kann man auch so machen, ja. Weil wir wissen, dass das eine, dass quasi der, ja, genau, weil der Zehner-Logarithmus von der Zahl die Zahl selbst ist, sozusagen, ja. Das, also, stimmt so nicht, aber das gibt die, ja, stimmt, das kann man tatsächlich machen, ja. Ja, passt. Ja, also wegen der Argument, ja. Genau, aber nichtsdestotrotz, ich will auf einen ganz anderen Punkt raus, können wir auch so gerne implementieren. Mein springender Punkt an dieser Stelle ist, dass wir haben jetzt irgendwie, wenn es jetzt wirklich performance-kritisch ist, ja, und diese ganze Logarithmusberechnung, die da drin steckt, die effizient genug ist, dann ist das tatsächlich eine halbwegs vernünftige Idee, das so zu tun. In der Praxis ist meine Erfahrung, dass das meistens erstens nicht der schnellste Weg ist und zweitens vor allem nicht der sicherste Weg ist, weil es so ein bisschen dazu führt, dass man eben sich an der Stelle leicht vertun kann und dadurch Speicherfehler produziert. Was ich normalerweise hier vorschlagen würde, ist einfach Folgendes. Tun wir mal erstmal so, als ob wir dieses L schon kennen würden. Ja? Und fixen und passen mal eben den Code an. Nehmen wir mal an, die L-Berechnung, die kommt irgendwie hier drüber. Ja? Wie die jetzt auch immer aussieht, sei jetzt mal dahingestellt. Und ich denke, das, was du sagst, ist tatsächlich auch sinnvoll, ja, und operiert halt nur auf der Zahl, ist okay. Ich fixe mal eben kurz das hier, dass das funktioniert. So, das ist, glaube ich, schon die einzige Änderung, die ich machen muss. Der Rest passt schon. Nee, das funktioniert natürlich nicht. Outstring plus gleich Digits, das wir können natürlich an den nichts anhängen. Also schreiben wir da einfach rein. Das heißt, wir machen ein size t, brauchen wir aber auch nicht. Cross gleich 0. Und sagen Reverse Outstring, genau, von POS plus, danach machen wir es größer, ist gleich Digit, und am Ende, diesmal vergesse ich es nicht, Reverse Outstring von plus ist gleich 0. So, okay, also so viel erstmal dazu. Auf die Art und Weise, das hier ist wieder die Nullterminierung, ja, und da schreibe ich dann einfach das ganze Digit für Digit rein. Genau, aber können wir natürlich auch machen, ja, wobei das kannst du dir überlegen, ne? Die größtmögliche 64-Bit-Zahl, was sind so die kleinste Basis? Das wird wahrscheinlich binär sein. Das wird also die längste Strecke, die man bei einer 64-Bit-Zahl braucht, wahrscheinlich 64, ne? genau, richtig. Ja. Ne? Das geht. Aber das hilft uns natürlich in diesem konkreten Fall. Ne? Mir geht es jetzt darum, wie kann man das im allgemeinen Fall machen. Also nehmen wir erstmal an, wir hätten das Ganze, ja, dann würde das so funktionieren. Also das mit dem Reverse hier unten klappt so noch nicht, beziehungsweise gucken wir uns gleich nochmal an. Ja? Mir geht es jetzt erstmal um diesen Block hier. Meine Erfahrung ist, das Geschickteste, das Ganze anzugehen, ist funktional das hochzunehmen und einfach mitzuzählen. Ja, das kann man sich dann überlegen, ob man das in eine Funktion kapseln will, um den Code nicht zweimal aufzurufen. Ja, müssen wir gleich noch aufpassen, weil wir hier an der Stelle Number modifizieren. Das platzt uns natürlich da unten. Ja, aber in den meisten Fällen, ja, also wie gesagt, jetzt in dem konkreten Fall gibt es sicherlich ein paar Shortcuts. Mir geht es jetzt um das generelle Prinzip. Ja. In den meisten Fällen ist das eigentlich so der sicherste Weg. Man macht sozusagen so einen Dry Run. Das heißt, man geht das Problem einmal durch. Guckt dabei, was kommt denn eigentlich raus. Ja. Und es gibt auch sehr, sehr viele Bibliotheksfunktionen, die genau das tun. Ja. Guckt, was kommt raus. Dann habe ich das ausgerechnet. Und das benutze ich dann, um es richtig zu machen. Wie gesagt, ein bisschen aufpassen hier. Wir müssten das hier nochmal. Wir ändern hier Number. Also müssen wir sinnvollerweise, dürfen wir nicht kaputt machen. Ja. Ich kodiere es mal direkt richtig. Also ich versuche es. Ja. Und dann weiß ich ganz sicher, dann habe ich nicht mal eine konservative Abschätzung. Ja.
sondern ich habe sogar, diese ganzen anderen Sachen sind konservativ, das hier ist sogar optimal, weil es mir genau die Länge der Zahl ausgibt. Ja. Alles andere gibt mir halt eine konservative Länge aus, ist nicht weiter tragisch, ja. Aber hier habe ich jetzt sogar die exakte Länge, die ich brauche für diese Zahl. Ja, also selbst wenn ich über diesen Logarithmus gehe und davon Ceiling nehme, bekomme ich immer eine konservative Abschätzung, die kann je nachdem, was man macht, länger sein. Ist das jetzt ineffizient? Klingt im ersten Moment nach einer total bescheuerten Idee, das zu tun, aber so bescheuert ist das gar nicht, weil ob das hier wirklich langsamer ist als eine Logarithmusberechnung, wage ich in vielen Fällen zu bezweifeln. Logarithmus ist nämlich eine extrem teure Berechnung. Ja? Insofern, es gibt sicherlich Situationen, wo es zweckmäßig ist, das entweder konservativ abzuschätzen oder von mir aus auch korrekt abzuschätzen. Aber in wirklich sehr, sehr vielen Fällen ist es aus meiner Sicht geschickter, einfach mal das Problem durchzugehen, an der Stelle zu gucken, wie groß ist denn, wie groß wird es denn, und es dann einfach zu bilden. Na? Der Riesenvorteil, den das vor allen Dingen hat, ist, es ist ziemlich safe. Ja? Solange wie der Code, solange wie die Berechnung, die ich durchführe, überschaubar ist, ja, ist es ziemlich safe, weil ich habe da jetzt null Hirn gebraucht, um das Ganze zusammen zu coden. Ja, ich musste mir jetzt nicht überlegen, okay, ist es jetzt der Logarithmus, welcher ist es denn? Ist dann um 1 kleiner, ist eventuell um 1 größer. Und auf die Art und Weise, indem ich aber dasselbe eben, wie gesagt, in so einem Dry Run durchführe, ne, passiert mir das nicht. Wenn Dezimal 120 Basis 20 umrechnen, dann kommt. Nein, du hast immer noch falsch verstanden, was das Ding hier tut. Diese Funktion hier nimmt einen String, der schon in der Basis 20 ist, und wandelt den in eine Zahl in Dezimalschreibweise um. Und die Zahl 1, 2, 3, 4, die bereits in Basis 20 ist, ist in Dezimalschreibweise 8864. Okay? Was du machst, ist genau das Gegenteil davon. Ja? Unsere Funktion wandelt doch immer als Zwischenrepräsentation das, was wir erstmal übergeben kriegen, in ein Int um, und der Int ist natürlich in der Dezimalrepräsentation, wenn ich den ausgebe. Ja? Und dann wandeln wir jetzt wieder was Neues um. Also, das ist korrekt. Echt? Ja, es tut nur einfach nicht das, von dem du denkst, dass es tut. Okay. Kann man das Unsigned Char Digit Number? Ja, theoretisch könnte man jetzt auch wieder anfangen zu optimieren und sagen, okay, das wird sowieso nie verwendet, kann man auch lassen, der Compiler schmeißt eh raus. Ich würde den, ja, das können wir prinzipiell rausnehmen, das ist das Einzige, was wir brauchen. Ja. Zurück auf einem, ich bin mir nicht sicher, ist Logarithmus Fixed Cycles? Das würde mich sehr wundern, wenn sich das in einer fixen Zeit ausführen lässt, weil das ist ja abhängig davon, das wird ja irgendwie so ein Newton-Raphson-Verfahren sein oder sowas ähnliches. Ne? Insofern würde es mich wundern, wenn das in einer fixen Anzahl von Zyklen durchläuft. Ja? Wie dem auch sei, jedenfalls, ich hätte den Code jetzt einfach da drin gelassen, den kriegt mir der Compiler auf jeden Fall raus, weil er sieht, dass Digit nicht mehr verwendet wird. Ja? Ich habe oben und unten einfach dasselbe, darum geht es mir im Wesentlichen hier. Na, aber ist richtig, die Variable wird nicht verwendet. Witzigerweise meckert der Compiler das nicht an. Also er sagt jetzt nicht unused code oder sowas ähnliches. Vermutlich müsste ich das Warning Level höher schreiben, um das zu sehen. Ja, spätestens dann würde ich es wahrscheinlich entfernen. Gut, so viel. Mir ging es aber jetzt mehr ums Prinzip, jetzt weniger darum, wie viel Clockzyklen das eine verbraucht und wie viel nicht. Und ob diese eine Zeile gebraucht wird oder nicht oder wie auch immer. Ne? Der relevante Punkt für mich ist hier eher, häufig ist es sinnvoll, insbesondere bei so Speicherallokationen, das Programm, insbesondere wenn es sowas unglaublich Simples ist wie das hier, ja, einfach mal durchlaufen zu lassen, zu gucken, was passiert. Der Vorteil davon ist, wie gesagt, insbesondere wenn man das in eine Funktion auslagert und nicht den Code repliziert, wie ich es jetzt getan habe, ja, der Vorteil davon ist dann, dass es auf jeden Fall dasselbe generieren wird. Ja. Außer bei dieser einen Modifikation habe ich einen Fehler gemacht, aber das ist relativ überschaubar zu sehen, dass ich dann sonst nichts tue. So, was tut das Ganze jedenfalls? Ich rechne mir jetzt brav aus, wie groß dieser Reverse String sein soll. Ja, so anschließend sollte ich sinnvollerweise, muss ich jetzt aufpassen mit dem Speichermanagement wieder, ne?
So, Reverse weiß ich, alloziert zusätzlichen Speicher. Eins kann ich mal machen, nachdem das Ganze durchgelaufen ist, kann ich mal den Reverse Outstring killen. Ja? Den habe ich da oben alloziert. Ja? Der wird nach dem Reverse nicht mehr gebraucht. Also gehen wir den schon mal frei. Aufpassen. Ja? Dann kriege ich hiervon irgendwas zurück. Nämlich, was ist das? Unser Outstring. Ne? Der ist nicht mehr der Reverse. Das ist jetzt der Reverse Outstring. So, den will ich zurückgeben. Da müssen wir aufpassen. Der, also hier an der Stelle sind wir dann fertig. Ja? Aber das Reverse hat was neu alloziert, also wird auch das Int to String etwas produzieren, was alloziert ist. Log 10 von 102, also 1 zu wenig. Phase Number. Ja, du brauchst halt noch das Plus 1. Das hatte ich ja im Prinzip hier. Also das ist quasi das Pendant zu meinem Minus 1 hier, welches die größte repräsentierbare Zahl. Muss dann Plus 1 haben. Aber springender Punkt, bringst du gerade auf, das ist, mein Argument ist eben, es ist häufig nicht wert, sich Gedanken über das zu machen, wenn man es einfach so durchlaufen lassen kann. Das hier funktioniert. Ne? Da sind wir uns alle einig bei dem anderen. Ist natürlich interessant aus akademischer Sicht. Na, mal gucken, wie kriegen wir es hin, ne? Dass wir es richtig ausgerechnet kriegen. Aber aus sozusagen softwaretechnischer Sicht ist es da manchmal nicht unbedingt so geschickt. So software-design-technischer Sicht. Ja? Deswegen, ich würde in den meisten Fällen das hier bevorzugen. Zumal, wenn es nicht so teuer ist. Gut, also, was haben wir jetzt? Wir haben into string, testen wir das Ganze mal. Ja? Into string, das heißt, wir probieren es einfach mal aus. Das Ganze generiert mir ein Char-Array. Wir müssen eigentlich noch schaffen, 4 Minuten haben wir noch. Char-Array test nenne ich es jetzt mal. Das ist into string. Was kriegt into string übergeben? Das kriegt eine Zahl übergeben. Ja? Und jetzt tun wir mal Rita einen Gefallen und machen das, was sie die ganze Zeit gerne gehabt hätte. Und wandelt das um in eine Basis, ja, nämlich zum Beispiel Basis 20. Ne? Aufpassen, kein String, sondern eine Zahl. Ne? So, und das Ergebnis davon, machen wir die Ausgabe ganz weg. Das Ergebnis davon geben wir aus, das heißt, das Ergebnis ist ein String. Test. Und dann müssen wir aber aufpassen, dass wir diesen Test freigeben, ne? Weil eben das Int to String eben diese etwas so halb unschöne Eigenschaft hat, dass es eben Speicher alloziert. So, und dann kommt deine 31e raus. Ja? Weil jetzt tun wir eben genau das, was man erwarten würde. Ne? Oder 31e. 31e ist nicht ganz richtig. Eigentlich darf man so Zahlen nur aussprechen in einzelnen Ziffern. Ne? Und wenn ich hier eine 10 eintrage, dann kommt dasselbe raus. Das ist natürlich ein Norm. Ne? Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch Convert schreiben. Also wir haben jetzt into string und string to int, aber was wir natürlich brauchen, ist Convert. Also wir sind noch nicht ganz fertig, aber verdammt nah dran. So, wir haben auch noch 2 Minuten Zeit. So. Gut, also, ne, das war sozusagen die Home-Message. Davon einfach mal durchspielen. So, wie sieht Convert aus? Das können wir fast übernehmen. Ziemlich nah dran. Na, ich übernehme das mal einfach und fix mal kurz die Datentypen. Das ist immer sowas da. InString, das war immer ein unsigned char. Ja, unsere Basis. So, was machen wir hier? Man into string, von string to int, von InString, von base, von outbase. Passt. Ja, also, convert von, schreiben wir es mal so, wie wir es hatten. Wir haben immer das aus den Parametern ausgelesen, beziehungsweise kann ich auch übernehmen. Ne? Hier, convert von. Convert von ersten Parameter, zweiten Parameter in 10er Basis, dritten Parameter in 10er Basis. Passt. So, jetzt haben wir nur ein. Nee, aber nicht. Freundlicherweise, die allozieren nicht. Super. Das können wir also tatsächlich so stehen lassen. Da haben wir auch keine Memory Leaks. Weil String to Int ja nichts Neues produziert. Convert alloziert was. Das machen wir da unten frei. Hier gehen wir es aus. Die Ausgaben machen wir ein bisschen hübscher. Das hatten wir irgendwie so geschrieben.
argv result, ne, und das hatten wir irgendwie, haben wir das ausgegeben, argv mit so einem File, ne, also String File nach String. Gucken wir mal. Segfault. Das brauchen wir nicht. Achso, ja, klar. Ich sollte vielleicht auch noch ein paar Parameter angeben. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. 1, 2, 3, 4 von der Basis 10 in die Basis 20. Und was sehen wir da? Unser Ergebnis. Andersrum, von der Basis 20 in die Basis 10. Was sehen wir da? 8864, wie ich gesagt habe. Das, ne? Da mussten wir jetzt tatsächlich relativ wenig verändern. Und wir haben im Prinzip allerdings immer noch, quasi, wir haben quasi von diesem into string, was wiederum von dem reverse diese Eigenschaft geerbt hat, dass es eben die, wie heißt es, Speicher alloziert. Deswegen haben wir hier, haben wir uns im Hauptprogramm, bei dem Convert fällt das gar nicht aus, aber im Hauptprogramm konnten wir das jetzt nicht als so einen schönen Einzeiler schreiben, ne, sondern wir haben dann hier eben diese etwas unschöne Geschichte, dass hier Speicher da eben produziert wird, den wir hier wieder freigeben würden. Ja gut, das war das Reverse, das haben wir ja, das hätten wir uns in den anderen Programmiersprachen auch zigmal sparen können, wenn wir einfach an der richtigen Stelle direkt die Sachen reinschreiben. Ja, das habe ich ja damals schon gesagt, dass das Reverse einmal und Reverse nochmal machen wir einfach, damit das von der Struktur ein bisschen hübscher ist. Ja, damit wir das einfach immer von der anderen Seite durchlesen. Wir sehen, drehen es dann am Ende oben. Natürlich, das können wir uns aber auch in den anderen Sprachen auch immer sparen. Ja, das können wir mal geschickt machen. Gut. Was haben wir? Wir haben 0.31 Uhr. Und wir haben in C unser Convert geschrieben. Ja, und es tut dasselbe wie vorher. Wir können das Ganze auch nochmal. Ich schaue gerade, wie ist das? Können wir einfach gucken. Equivalent O3, okay. Es gibt tatsächlich nur ein Optimize 3. So, dann wird das Ganze 12 Kilobyte groß. Das ist auch riesig, was daran liegt, dass wir einiges an Standardbibliotheken inkludiert haben. Gucken wir mal, wie das Ganze in C++ aussah. Ist euch was aufgefallen? Das C++ kompilieren hat viel, viel länger gedauert. Ja, ist auch ein interessanter Punkt. So, machen wir es direkt mal so. Das ist 20 Kilobyte groß. Und das andere, was habe ich gesagt? 12 Kilobyte. Ne? Da habe ich es nicht als Human-Readable ausgegeben. Oder gehen wir es wirklich mal nochmal mit allen Details aus. Also, nicht so. Ist ungefähr rund doppelt so groß, ne? Fast doppelt so groß. 13 bis 20. Also, bei so einem relativ banalen Programm schon recht auffälliger Unterschied in der Größe. Ob es jetzt schneller ist, also es wird auf, ich denke mal, dass das C-Programm wird sicherlich schneller sein, aber das ist halt trotzdem so schnell, das wird unmöglich zu timen sein oder sehr, sehr schwierig zu timen sein. Ne? Okay. Sind die Eingabestrings auch nur terminiert? Ja, korrekt, sind die auf jeden Fall. Sonst könnte ich das gar nicht machen, was ich da tue. Die sind übrigens auch in C++ null terminiert. Wir haben die aber immer sofort in ein Standard-String umgewandelt und dann haben wir das nicht gemerkt. Also wenn wir hier uns angucken, was haben wir gemacht? Wir haben Convert von arg1 gemacht und ich habe so, also argv von 1 und ich habe so getan im Convert, als ob das ein Standard-String ist. Warum ging das? Weil der Konstruktor von vom Standard-String, der kann einen null terminierten String annehmen und kann ihn dann umwandeln. Auch wieder, hier passiert so viel Krempel im Hintergrund bei diesem Programm, den wir bisher gar nicht besprochen haben. Ja, und das kann eben durchaus einen Unterschied machen. Gut, was haben wir noch? Ich versuche mal von oben, ich kämpfe mich mal von oben durch. Was machen wir als nächste Sprache? Weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Ich habe jetzt noch 2 Tage Zeit, um darüber nachzudenken. Genau, richtig. von mir aus können wir auch irgendwann mal Rust machen. Brauchen wir OpenGL da wirklich? Nein. Haben wir das noch im Makefile drin, das OpenGL? Das kann sein, aber das würde er nicht linken. So schlau ist der Linker. Zumindest hier haben wir es.
Ah doch, tatsächlich. Ja, ist aber egal. Das linkt ja natürlich, da linkt er natürlich nicht raus. Ist in der Tat richtig. Keine Sorge, ist es nicht nötig. Ja, er musste einen Haufen Header-Files lesen, aber nicht ohne Grund, weil wir die halt auch verwenden. Wir verwenden diese Funktion, wir verwenden Strings zum Beispiel. Allein den Standard String, der ist gigantisch. Ja. Das macht nichts aus. Also ich bin mir relativ sicher, also es wird beim zweiten Durchlaufen schneller sein. Ja. Mal Mic. Nichtsdestotrotz, nicht 2-3 Sekunden hat es gebraucht. Das war sehr schlau. Also sogar mit Ausführung. Ja? Also der C++-Compiler ist extrem langsam. Ja, das sieht man, wenn ihr mal in größeren Projekten arbeitet. Ich glaube, es ist so ziemlich der langsamste Compiler, den es gibt. Was nicht daran liegt, dass die Leute, die entwickeln, alles Vollidioten sind, sondern dass es einfach unglaublich schwierig ist, C++-Code zu kompilieren. Ja, eventuell ist der Rust-Compiler noch langsamer. Ich habe es noch nie benutzt. Ja, C++ ist immens schwierig zu kompilieren, beziehungsweise zu optimieren. Ja, deswegen ist der Compiler so langsam. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der irgendwelche Files oder so laden muss, dass im Cache liegt. Das hat damit nichts zu tun. Ja. Es ist einfach ziemlich schwierig. C ist extrem simpel zu kompilieren im Vergleich zu C++. Ja. Eben weil es so maschinennah ist. Deswegen geht es viel, viel schneller. Gut, ja, ich check das Ganze jetzt noch ein, ne? Wir haben es durch. Wer mag, kann auch nochmal so als Homework-Assignment quasi das Reverse 2 da oben rein frickeln. Ja? Dann muss man nämlich auch aufpassen. Dann hat man zwar diese Free-Geschichte nicht, dafür kauft man sich aber den nickligen Nebeneffekt ein, den Seiteneffekt, dass man halt den Input dreht. Ne? Muss man mal ausprobieren. Inwiefern das den Code schwieriger macht. Deswegen lasse ich das mal unten als auskommentierten Code mal so drin. Okay, gut. C ist fertig. Ich commit es. Wer möchte, kann sich das Ganze zu Hause nochmal angucken. Und die beiden schleichen mal dazwischen. Nicht unbedingt Visual Basic. Basic können wir von mir aus machen. Ich überlege mir, wie gesagt, ich gucke einfach mal, wir können auch gerne Rust mal machen. Ich habe damit auch noch nicht allzu viel gearbeitet. Ich habe so den Eindruck, dass es etwas overhyped ist. Aber werden wir sehen. Ich schaue es mir gerne mal an. Ja, auf jeden Fall werden wir irgendwas mit Convert machen. So viel verspreche ich. Und es wird am Donnerstag weitergehen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns am Donnerstag. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und tschüss.